ich muss aufs Klo. Ja, dann geh schnell. Hol mich jetzt aus der Höhle raus. Nee, okay, ich bin dann hol ich dich vor aus der Höhle. Wo bist du? Ich hab gedacht, du bist in meine Richtung gegangen. Ich weiß nicht. Nein, ich hab Eisen gefunden, bin aber anders gegangen. Ich seh jetzt nicht mal mehr deinen Namen. Ich seh deinen. Ich bin ganz nah. Guck mal nach. Hier. Warte mal, ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du bist. Nicht durchgraben, ich weiß, wo du bist. Lass mich zu dir gehen. Okay. Ich hab so eine scheiß Orientierung und bin trotzdem besser als du. Hallo, hallo. Da, Eisen. Nimm mal mit. Eisen. Eisen ist nämlich wichtig, weil dann kann man Rüstung bauen. Dann ist Erik, hallöchen, lieber so. Erik. Moin, wie geht's denn? So. Alles frisch. Ja komm, das Wasser ist mir egal. Wir machen gerade eine Höhlentour, mir platzt gleich der Schlüpfer, wenn ich aufs Klo muss. Weil ich habe eine ganze Zeit keine Kaffee getrunken und werde mir nach wie vor Fallout noch eine zweite machen. Ich werde heute, glaube ich, definitiv Fallout spielen, weil ich habe gerade so ich habe so Lust auf Fallout 4 nochmal. Oh. Weil ich eigentlich die Mission weitermachen will, aber ich bin letztens nur 4 Stunden im Ödland rumgerannt. Ja. Okay, da geht's auch mal wieder raus, da. Kennst du mich noch? Natürlich, stimmt, das war in die entgegengesetzte Richtung. Dort, wo es leicht runtergeht. Boah, ist schon lange her, ne? Das war ja noch bevor ich mein Kack-Internet hatte. Jetzt habe ich ja neues Internet nach meinem Umzug. Nee, der Erik, das so vorbeigeschaut hat. Ach so. Der kam ja auch durch Minecraft. Das weiß ich noch. Ach, jetzt sind wir wieder da. wir sind im Kreis gegangen, Entschuldigung. Ich habe dich verloren. Meine Orientierung ist vielleicht doch nicht so. Ja, meine Augen, ich weiß nicht mal, wo du bist. Ja, ich habe gerade... Wir kommen auf jeden Fall von der Seite, weil da ist die Chat Blume, gelesen. An die erinnere ich mich. Ah, ich weiß schon. Da geht's wo? Raus. Da geht's wo raus. Bist du? Wo? Ich sehe dich nicht. Ich bin im... Wo bist du? Ich sehe deinen Namen nicht. Da. Ich dann auch nicht. Geh in die Gegenrichtung. Genau, Gegenrichtung. Einmal umdrehen und zurück. Da komme ich doch gerade her. Ich hasse Höhlen. Ich muss aufs Klo. So, ich komme dir entgegen. Ich will nicht in der Höhle hier stehen da. Bleiben. Ach, siehst du hallo? Mich? Und jetzt komm. Ja. Wir müssen jetzt echt mal neue Skins machen. Ich, boah, ich bin da zu schlecht dran. Ich war schon dabei, aber ich hab noch nicht. So, siehst du mich? Ja. Ja, ich renne hinterher. Da ist die Schlucht, über die wir drüber sind. Lass dich nicht runterschießen. Stimmt, Ich hab ganz vergessen, dass wir über eine Schlucht gelaufen sind. So, und da müssen wir jetzt einmal kurz drüber springen. Hopp. Erik, was hast du in so letzter Zeit gemacht? Gibt's denn irgendwas Schönes Neues? Oder hast du ein Thema, über das du mit uns vielleicht säuseln möchtest? Immer her damit. Weil heute ist wirklich ein Laberstream. Jetzt mit Arco zusammen und nachher noch werden wir durchs Ödland in Fallout 4 streifen. So zum Einschlafen. Willst du mal Langeweile sehen? Siehst du, ich schaue es mir dann gleich an, während der Lee Pause macht. Okay. Langeweile sehen? Also Kaffee ist für einen Stream gar nicht mal so schlecht, außer dass dir dann wirklich immer... Da leuchte ich noch mal schnell aus, bevor wir nach Hause gehen. So. Achso, ich dachte... Ja. Ich renne hinterher wie so ein Kindergartenkind. Das darfst du nicht machen. Da muss man nach oben. Ja. Das darfst du nicht machen, wenn jemand bei dir vor dem Kindergarten steht und mit Süßigkeiten in einem Van wartet. Au. Ja, warte mal, ich komme nicht hinterher. Ich hänge ein bisschen. Ich bin zu fett. Ja, komm, ich trinke mal was. Jetzt. Ah. Also wenn ich der mit der scheiß Orientierung bin. Ich will bloß aus der Höhle raus, damit du nicht ewig auf mich warten musst. Halt, Eisen! Ja, nimm mit. Wenn ich der mit der scheiß Orientierung bin, wie soll man dann jemals heimfinden, wenn du nicht einmal aus der Höhle rausfindest? Und jetzt stell dir mal vor, ich habe mit dem Ravoschka zusammen Amatrei Lakeside ja angefangen und seine Orientierung ist 20 mal schlechter als meine. Kannst du dir vorstellen, wie gut das lief? Ich bin nun mal der nie jetzt heimfindet. So, jetzt sind wir aus der Höhle draußen. Ciao. Wir fangen mit Hanoa live an, was eine komplett neue Map ist, die keiner von uns beiden kennt. Och, so geschafft. Einfach geht's. Und ich habe gerade so Frame-Einbrüche wieder wegen den Bäumen hier. Das ist Wahnsinn. Also mein Rechner mag die Bäume irgendwie nicht. Ich habe 89, 118, 117, 115. Oh, hier haben wir Mr. Ultra-PC. Ich habe 18. Jetzt habe ich 22, was wenn ich haben hingucke. Wir da? Oh, Berries, Blueberries. Oh. Können wir auch ernten. Alles nehmen, was der Wald uns hergibt. Ich war früher mal zusammen mit meiner Schwester im Stream. Stimmt. Oh, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich dran. Das ist ja auch schon ein Weilchen her, ne? Du, wo ist das Häuschen? Beim Dodri war vor ungefähr einem Monat einmal ein Polizist im Stream. Oh. Und wollte ihn gleich verhaften. Nein, natürlich nicht. wo ist unser Häuschen? Schnell, schnell. Dort, wo die Todesstrahlen sind. Da hinten.
Da. Ah, na, das sind die beiden Todesstrahlen. Das heißt, wir müssen in die entgegengesetzte Richtung. Oh, Level Up von Melvin. Hier. Boah, Alter, ich habe gerade wieder so die Lecks hier bei den Bäumen. Da ist der Brunnen. Ja, da muss es irgendwo... Warte mal. Hast du es gesehen? Nein. Alter, das Lied. Ah, da bist du. Scheiße, ich hab mich vor... Ja, wo ist das Haus? Ich biss mir gleich in die Haus. Ich brauche irgendeinen Anhaltspunkt. Da ist Wasser. Okay. Ich brauche einen Anhaltspunkt. Möchtest du jetzt noch die Welt erforschen, bevor ich jetzt hier platze? Das ist schon so lange her. Oh, ich kann nicht. Das stimmt, ja. Wie gesagt, das war noch bevor meinem Umzug. Siehst du meinen Namen? 7, 8 Monate her, das stimmt. Ja, ich bin direkt hinter dir. Okay, da. Jetzt siehst du einen Todesstrahl auch, oder? Moment. Gesundheit. Ach, Entschuldigung. Danke. Erik, aber schön, dass du wieder hergefunden hast. Da sind wir daheim. Ich bin ja... Ich glaube, das war noch in meiner alten Wohnung, ne? Ja, doch, 7, 8 Monate, das ist in meiner sehr alten Wohnung gewesen. Da ich noch Queen's Queen vor 7 Monaten. Oh, ich hab's geschafft. So. Oh, und mein Essen ganz ist kurz voll. Ich werde disconnecten, da bin ich nicht verhungern in der Zeit. Ja. Und ich schau mir kurz an, was der Cisco da geschickt hat. Genau. Ich werde... Alter, ist das Lied so geil. Ich werde es gleich nochmal für die Pause abspielen. Wir werden ein kurzes Päuschen machen. Ich müte mich, Akku. Ich mach weiter und bis gleich. So. Und was wollte ich? Ich wollte... Ich kann auf jeden Fall einmal schlafen gehen. Genau, Redstone. Aber das hat der Lee noch. Da muss ich kurz warten. Aber trotzdem danke für den Tipp mit Journey Map. Wir bauen uns einfach einen Antik-Atlas. Das ist auch ganz gut. Kann ich eh kurz einmal zeigen. Atlas. Oh, ich habe Caps Lock an. Empty Antique Atlas. Aus einem Kompass und einem Buch kriegen wir einen Empty Antique Atlas. Und da können wir alles eintragen, was wir wollen, wie wir fröhlich sind. Und es ist automatisch alles zu sehen, was wir entdeckt haben. Bücher. Habe ich nicht schon Bücher gemacht? In allem Übereifer? Oder habe ich das vergessen? Okay, ein Buch. Wie mache ich ein Buch? Ein Leder und 3 Papier. Mir kommt vor, ich habe schon Bücher gemacht, aber ich... Da ist ein Haufen Zeug, ich glaube, vom Lee. Ich könnte wetten. Oh. Oh, die ist... Die hat Aggro auf uns. Warum? Ich habe hier nichts getan. Und unsere Sachen sind alle wieder nachgewachsen in der Höhlentour. Sehr schön. Weil wir im selben Chunk waren. Keine Bücher, aber ich kann Papier machen. Und die restlichen baue ich dann an. Oh, Papier haben wir sogar. Dann brauche ich noch Leder. Ein Leder haben wir. Und ich brauche noch mehr Leder. Weil wir wollen zumindest 2 Atlanten bauen, dass jeder einen hat. Das heißt... Oh. Super. Das heißt, ich brauche noch eine Kuh. Ich will zwar keine Artgenossen töten, aber wenn es nicht anders geht... Ah, oh, so schön. Das ist die offizielle Musik zu Life in the Woods. Die spielt im Menü von Life in the Woods. Ich finde das Lied einfach so wunderschön. Ah, es ist so schön. Genauso wie das Spiel selbst. Na, Schwein. Du gibst mir leider kein Leder. Ich sehe auch gar keine Kuh. Ich will auch nicht so weit weggehen, weil ich habe Angst, dass ich nicht mehr zurückfinde. Oh, da ist Chloe. Chloe. Oh, ich vermisse Life is Strange. Ah, Ciso hat mir gerade was geschrieben. Moment, ich schau gleich. Das ist besagte Langeweile. Oh.
Ein 6950X? Wow. Ernsthaft? 10 Kerne. 2 1080, ja, warum nicht? 128 GB RAM, ja, warum nicht? 4 TB Festplatte, ja gut. Ich habe 2 Festplatten mit insgesamt 4 TB. Das ist jetzt nicht so. Achso, 4 TB SSD. Bist du des Wahnsinns? Watt Netzteil, ja, das braucht man dafür eh fast. Und noch eine 4 TB SSD. 2 4 TB SSDs. Zum Glück nicht Overkill oder so. So, wobei ich sagen muss, meine 6 TB laufen langsam, ja, langsam voll nicht, aber 4 TB habe ich sicher schon belegt. Verteilt auf 2 Rechner. Sag mal, gibt's gar keine Kühe mehr? Hallöchen, meine kleine Kuh. Hallo, mein kleiner Pinguin. Oh, alter Schwede, schöner als noch letzte Nacht war das. Oh. Ruff auf die Schüssel und oh. Sagst du damit? Das war, oh, ich weiß nicht. Ist bei dir das Server auch gerade abgeschmiert? Weiß ich nicht, ich bin im Menü. Okay, nein, er connected schon wieder. So. Oder? Connected dann? Nein. Kann sein, dass der Server abgeschmiert ist. Ah, na, Logging in, passt. Moment. Funktioniert. Es hat nur mich gekickt aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht warum. Ich probiere auch gerade zu connecten. Nee, was habe ich gerade noch erzählt? Also, dass die Klo-Erfahrung schöner war als Hochzeit. Was musst du eigentlich machen, dass du Twitch-Partner wirst? Man muss. Oh, da stand bei Twitch drin, ich glaube. 500 Zuschauer haben. Du musst stetig immer 500 Zuschauer haben. 300 und so 500. Und so oft. Ja, 300 und 500 mindestens musst du haben. Ein- oder zweimal wöchentlich streamen. Ja, dann erhältst du die. Oder man hat auf YouTube schon eine gewisse Reichweite. So wie der Gronkh, wie er Streamen angefangen hat, hat er auch sofort Partnerstatus gekriegt. Genau. Dann, weil er einfach schon Moment, warum ist zu der Zeit, ich glaube, 3,5 oder so Millionen Abonnenten gehabt hat. Mhm. Aber das können wir von uns ja leider nicht. Partnerschaft ist. Ach, ich brauche das auch nicht. Ich streame. Ich meine, ich habe keine Sau zuguckt. Ich mache trotzdem weiter. Ich meine, ich brauche es auch nicht unbedingt, weil Qualitätseinstellungen in den Streams habe ich ja eigentlich jetzt auch. Mhm. Also von dem her. Von allem irgendwie das teuerste genommen. Ja, 10.000 Euro für einen Rechner. Wer? Gronkh jetzt, oder? Nein. Kaufst du dir auch eine 650X Prozessor? Ich? Mhm. 650X? Ich dachte. 10 Kerne. 7. Ein i7 mit 10 Kernen. Ei, der kostet 1000 noch was, ne? Ja. Sofort, kaufe ich sofort. Ich finde keine Kuh. Hast du im Inventar zufällig Leder? Nicht, oder? Wir haben nur ein Leder. Nee. Das heißt, wir können nur einen Atlas machen. 52 Eisen. Hm. Ich hab Gunpowder. 38 ich Eisen. Alles mal rein. Okay, Eisen haben wir erst einmal ein bisschen. Und Salz. Und weißt du, was passiert ist, während wir in der Höhle waren? Was denn? All unsere Felder sind nachgewachsen. Es ist wieder alles reif. Mhm. Also die Hungry Mod ist Essen echt schlimm gewesen, weil da war in der ganzen Aufnahme alles nur halbreif dann. Nach zweieinhalb Stunden oder drei Stunden. Das war ist auch zu das extrem. Das war übertrieben, ja. Aber so ist angenehm. So ist angenehm, ja. So schönes Fältchen. Mm. Wenn du magst, okay, kannst du ernten das oder eine Kuh holen. Ich wollte gern. Ja, ich mache noch das Bauernhaus fertig. Und ich mache mal einen. Ja, okay, ich mache einen Atlas. Hast du Redstone? Wo hast du Redstone? Den bräuchte ich im ist drin in der kleinen ist drin in der Kiste. Okay. Und Eisen werde ich auch schmelzen. Glas ist fertig, falls du brauchst. Okay. Oh ja, Erik, wie gesagt, für die Twitch-Partnerschaft, da musst du schon ein interessanter Streamer sein. Da muss man schon einiges dafür Leuten haben, ja. Wird. So, Paper. Und so einer bin ich nicht, also. So, das schmeiß ich weg, brauchen wir nicht. Den Rest behalte ich einfach mal.
Allein die 2 4 Terabyte SSD kosten zusammen knapp 2800 Euro. Ja. Oh, Erik. SSDs sind verdammt teuer, gerade die großen. SSDs, ja. Ich habe eine. Ja, die größten, die es mittlerweile gibt, sind 4 Terabyte. Aber ich muss mal kurz vorlesen, was der Erik geschrieben hat. Mist, ich will, dass du die Partnerschaft hast, damit ich dir auch etwas zurück. Damit du auch etwas zurückbekommst. Was du hier so in deinen Streams machst, ist einfach wunderbar. Deine Stimme hört sich angenehm an. Dir sei die Partnerschaft auf jeden Fall gegönnt, Herzchen. Erik, oh, ein Herzchen zurück, vielen Dank. Weil, Lee, weil du das nicht sagen kannst, weil sonst Geld geil klingt, gib einmal Rufzeichen Donate oder was das ist ein. Nein, Entschuldigung. Muss nicht. Nein! Übrigens, so Command habe ich überhaupt gar nicht. Nee, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Soll ich sagen, nein, du brauchst nichts zurückgeben. So. Im Gegenteil, ich müsste dir was dafür geben, dass du dir das hier anguckst bei mir. Also. Dafür, dass ich kein CSGO spiele. Aber die hat's echt verdient. Ich bin der uninteressanteste. Ich hab die, kann nicht mal sprechen. Ich bin der uninteressanteste Streamer hier auf Twitch. Nein. Außer wenn ich mit CSGO anfange, das ist dann. Ich verstehe das sowieso nicht so richtig. Ich bin halt wirklich eher so der. Hey, und so spannend und ruhig. Was wollte ich denn jetzt machen? Glas holen, stimmt. Wo hast du das Glas hingepackt? Also von mir hast du auf jeden Fall meine innigste Liebe. Das Glas habe ich immer da. Brauchst du's? Was? Komm kurz her. Es liegt vor der Schlafzimmertür. Also vor dem Schlafzimmerfenster. Tür und Fenster ist ziemlich das Ähnliche. So wie wir jeden Morgen aufwachen. Du hast recht. Wir benutzen es als Tür, sagen wir es so. Nee, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, so sehr ich Gronkh bewundere, mit dem will ich nicht tauschen. Also so, nee. Es wäre mir zu stressig. Viel zu viel Stress. Es wäre mir zu viel. Also da bin ich lieber einer, ich habe so drei Zuschauer, das reicht mir. Es wäre schon ein Traumjob, aber nicht in dem Ausmaß. Nee, da würde ich lieber ganz ehrlich sagen, da würde ich lieber für Gronkh arbeiten und zum Beispiel Folgen für ihn rendern oder hochladen. Wie es ja... Ja, die anderen in seinem Team machen. Das wäre schöner. Also schlecht kann es bei ihm nicht laufen, wenn er jetzt einfach wieder mal zwei Leute mit eingestellt hat. Mhm. So, Kohle haben wir auch wieder ohne Ende. Oh, Erik. Dankeschön. Wie gesagt, es reicht. Du brauchst kein Geld spenden oder ähnliches. Ich müsste... Es wird dunkel. Müsst ihr dir eigentlich dafür was geben, dass du zuguckst? Das reicht mir schon komplett. Du gibst eh so viel. Einfach mit deinen Streams und deiner Liebe, deiner Unterhaltung, deiner Freude. Das bin einfach ich. Das ist einfach nur ein dicker, bärtlicher Mann im Internet. Der nicht weiß, was er macht. Und dafür mögen wir dich. Yay. Gibt es Geld dem Akku? Der ist jung, der ist dynamisch und der ist so dünne, der braucht was auf der Rippen. Ich und dynamisch? Ja gut, in manchen Situationen in Undertale vielleicht oder... Das ist mein Bett. Wenn ich in Choice Chamber wieder am Ausrasten bin, aber sonst... Ich sag nur... Pogo! Ah ja, du und dein Choice Chamber und Pogo. Choice Chamber und ich, das also uns verbindet so eine Hassliebe. Liebe. Alter, was ist jetzt wieder los hier mit den Frames? Hallo! Also bei mir ist... Alter! ...ist stabil. Ich hab gerade 2 FPS gefühlt. Ich hab gerade Gear Show in 100-facher Geschwindigkeit. Auch eine Gear Show. Es ist doch merkwürdig. So. Geh ich ja nicht mal weiterbauen. Jetzt habe ich keine Schaufel dabei, natürlich. Ach, Mann. Hallo, kann ich das abbauen? So. Man muss natürlich genau pixelgenau klicken. Was ist jetzt auf einmal los, dass es hier so ruckelt? Komisch. Also bei mir ist alles in Ordnung. Ich weiß nicht, was bei dir los ist. Naja, nachher bei Fallout ist wieder alles flüssig und... Ja, ich wollte jetzt keinen Vergleich mit flüssig anstellen. Waschmittel. Waschmittel. Weichspüler zum Beispiel flüssig. Ja. Weiß es nicht. Ja. Also wenn ihr gerne Themen habt, sei es bei Arco oder bei mir, haut es gern in den Chat. Wir hatten bisher Star Citizen, wir hatten neue Prozessoren. Und Grafikkarten, ja generell, also, PC-Hardware. Ja, Technik und Hardware hatten wir.
so gerne neue genau, Themen. Genau, Konsolen, schönen, PC, philosophischen alles. Chat. So. Ich muss mal ein bisschen Wasser trinken. Wo wohnst du eigentlich, Lee? Ich wohne in Leipzig. Oh, ich hab... Beziehungsweise in einem Vorort von Leipzig. In Sachsen. Bin ich auch nicht geboren. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Mitteldeutschland? Das ist da, wo die Gamescom eigentlich sein sollte. Ja. Oder mal war. Eine Gamescom Convention. Ich weiß nicht, wo Leipzig ist. Keine Ahnung. Im Osten. Im Osten. Ja, ist das ja. Das Schirre? Nein, das war Dresden. Schirre? Das haben wir in Bayern auch, Schirch. Schirch? Das ganz normales Wort. Schirch? Also, hast du gerade gesagt? Ja. Warum? Schirch ist schick. Was? Das sagen auch die Bayern auch, meine ich. Hä? Jetzt hör auf mich zu verwirren. Du hast gerade Schirch gesagt. Ja, Schirch. Ja. Ja. Und du? Ja, das heißt schick auf Bayerisch. Schick? Die Hä? Schirch heißt schick. Ja, die Bayern sagen Schirch zu schick. Schirch ist... Schirch halt. Nicht schön. Schirch hässlich. Ist nicht schön? Also soweit ich weiß, sagen die Bayern dazu zu Schirch schick. Also in Österreich ist Schirch hässlich. Ja, Österreich, ihr lebt doch unter Mond. Ja, die Politiker vielleicht, aber... Bitte nicht auf alle Österreicher Deutschland übertragen. So. Unsere wohnen auch hinter Mond, aber... Ah, was schmeiß ich weg? Aber komm mal ganz kurz im Bauernhaus, ich finde... Ja, ich muss nur kurz wegschmeißen. Wie wär's mit den Kompassen, die ich gerade gebaut habe? Weg damit. Kompassen? Ist das... Ich habe keine Ahnung, ob das die Mehrzahl von Kompass ist. Was ist denn der Plural? Ich wohne hier hinterm Mond. So. Ich eigentlich auch. Achso, zu... Kennst du Rostock? Zum Natürlich, oder zur Villa? Zum Bauernhaus, was ich gebaut habe. Ist das ein Bauernhaus? Es schaut aus wie eine Villa. Ist doch keine Villa. Ja, meine Tante und mein Onkel wohnen in Rostock. War ich schon oft zu Besuch.